Die beste Verhütungsmethode für die Frau, das sollte jede Frau wissen. Hi, hier ist Matthias. Es geht um die Verhütungsmethoden, die man als Frau anwenden kann. Ich spreche tatsächlich heute über die Verhütung für Frauen, nicht für Männer. Und das Wichtige ist hier, die verschiedenen Varianten zu kennen und auch die Risiken zu kennen, die damit zusammenhängen und einfach zu wissen, was kann man eigentlich machen, was ist am sinnvollsten und was schützt im Grunde genommen am meisten. Fangen wir einmal an, welche es überhaupt gibt. Also die Hauptverhütungsvariante, die die meisten, denke ich, kennen, ist einfach das Präservativ, ja, das Kondom. Dann gibt es die Variante der Temperaturmessung, sodass man seinen Eisprung kennt und weiß, wann die kritischen Tage sind und das Ganze dann drumherum planen kann. Dann gibt es die Variante der Hormone, eine klassische Pille oder die verschiedenen anderen Hormonlieferanten. Und es gibt die Variante der Kupferkette oder Kupferspirale. Gehen wir kurz auf die einzelnen ein. Das Kondom ist wahrscheinlich die am einfachsten anzuwendende Methode und ist auch die am sinnvollsten geeignete, vor allen Dingen, wenn ich meinen Partner noch nicht so gut kenne, in Anführungszeichen. Wenn also unklar ist, ist mein Partner gesund, ist er nicht gesund, hat er bestimmte sexuell übertragbare Krankheiten, hat er unter Umständen medizinische Maßnahmen oder Experimente mitgemacht, wo ich nicht genau weiß, ob ich die DNA- und mRNA-Veränderungen in meinem Körper haben will als Frau. Also all diese Dinge, solange die unklar sind, ist das Präservativ auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Selbstverständlich und verständlicherweise für Paare, die dauerhaft zusammen sind, ist das dann irgendwann nicht mehr die eleganteste Variante. Und dann beginnt die Suche nach Alternativen. Die klassische Alternative für viele Frauen ist dann die Pille. Die Pille ist tatsächlich sehr, sehr bekannt, ist ungerechtfertigt, verharmlost und bildet ein großes Risiko für den weiblichen Körper. Leider werden die Frauen, die die Pille anwenden, oder auch die Mädchen, immer jünger, was ebenfalls ein Risiko darstellt. Warum ist das Ganze ein Problem und was sind eigentlich die Risiken? Das Hauptproblem ist hier, dass man in den Hormonhaushalt des Körpers massiv eingreift. Bei der Schwangerschaft ist es so, dass es ein Hormon, es gibt verschiedene natürlich, aber ein Hormon, das vorrangig stark ansteigt, und das ist das Progesteron. Das ist ein natürlicher Vorgang. Man möchte, dass das Progesteron sehr hoch ist, weil das zu tun hat mit der Fähigkeit der Gebärmutter, die Plazenta zu bilden und die Fruchtbarkeit für den wachsenden Embryo herzustellen. Jetzt ist es so, dass wenn wir ein gewisses Progesteron-Level im Körper überschreiten, der Körper denkt, er ist schwanger. Und wenn er schwanger ist, dann erzeugt er keine neuen Eizellen, die springen, und erzeugt, also bringt quasi keine neuen Eizellen in den Uterus hinein. Dann wird das quasi gestoppt. Und das ist es, was man versucht, mit künstlichen Hormonen nachzumachen. Das ist dann die klassische Pille, die man regelmäßig einnehmen muss, in Anführungszeichen, damit der Hormonspiegel dauerhaft hoch ist und der Körper denkt, ah ja, ich bin schwanger. Oder es ist die Spirale, die Hormonspirale, die in den Uterus eingesetzt wird. Oder es gibt solche Hormonstäbchen, die in den Arm eingesetzt werden, die quasi über mehrere Jahre dann dauerhaft Hormone abgeben. Oder es ist etwas, was man lokal anwendet, wie den Nuva-Ring. Also so eine Art lokale Applikation von Hormonen direkt im Vaginalbereich. All die Varianten sind da und alle haben das gleiche Problem. Sie arbeiten mit künstlichen Hormonen. Warum ist das ein Problem? Künstliche Hormone sind eben nicht die normalen humanidentischen Hormone. Das heißt zum einen, sie sind nicht bindungsfähig an ein bestimmtes Globulin aus der Leber, das SHBG. Und es ist aber wichtig, dass diese Hormone normalerweise gebunden sind, um dann ihre Wirkung auch an anderen Körperstellen zu machen. Wenn sie das nicht sind, besetzen sie einfach nur die ganzen Rezeptoren, die es überall am Körper gibt, für, in dem Fall jetzt Progesteron, das andere Wort dafür ist Gestagen, und setzen sich dahin und besetzen die Rezeptoren und verhindern, dass normale, natürliche Hormone da andocken können. Das geht eine Zeit lang gut, bis es dann irgendwann nicht mehr gut geht. Und wenn es nicht mehr gut geht, dann entstehen Probleme in diesen Zellen. Das Brustkrebsrisiko steigt bei Frauen, die die Pille genommen haben, um einen riesigen Faktor, es ist zwischen 15% und 25% erhöht. Nur wenn man die Pille genommen hat. Und das ist nicht was, was dann sofort passiert, sondern oft auch erst 20 Jahre später.
Und das ist etwas, was man bedenken sollte. Das zweite große Problem ist bei Frauen, die über mehrere Jahre die Pille genommen haben, teilweise Jahrzehnte, dass es das sogenannte Post-Pill-Syndrom geben kann. Das heißt, man kann nicht mehr schwanger werden, weil der Körper es einfach verlernt hat, richtig hormonell zu kommunizieren. Also die ganzen Initiationshormone aus dem Gehirn, aus dem Hypothalamus, aus der Hypophyse, kommen nicht mehr richtig zu Wort, in Anführungszeichen, im Uterus, können dort nicht mehr richtig andocken und arbeiten, werden nicht mehr richtig verstanden, weil das ganze System einfach zu lange stillstand. Manchmal kann man das dann über eine gewisse Wartezeit kompensieren und dann geht es wieder, manchmal geht es nicht mehr. Das ist dann besonders tragisch, wenn man als Frau in den 30ern ist und hat vielleicht 15 Jahre oder 10 Jahre die Pille genommen und möchte dann schwanger werden, es klappt einfach nicht mehr. Und das ist alles etwas, was man bedenken sollte. Das heißt, diese hormonellen Eingriffe in den weiblichen Körper sind höchst riskant, höchst brisant und sind nicht normal oder gewöhnlich oder ungefährlich, wie es oft weiß gemacht wird. Dann gibt es das Thema der Temperaturmessung. Das ist eigentlich eine sehr schlaue Methode, eine sehr gute Methode, wenn man das noch verbindet, zusätzlich vielleicht mit der Messung von der Ovulation, also mit diesen Teststreifen, wo man mit Urin messen kann, ob man gerade im Eisprung ist, ist das eigentlich die sanfteste Methode mit dem geringsten Eingriff, aber der höchsten Sicherheit. Sie ist nur nervig, in Anführungszeichen. Denn man muss jeden Morgen die Temperatur messen. Man sollte jeden Morgen ungefähr zur gleichen Zeit aufstehen und jeden Morgen sofort die Temperatur messen, und zwar als erstes. Und damit die Temperatur, man wacht auf, misst Temperatur. Das heißt, der Fieberthermometer ist ständig am Bett dabei und bevor man sich irgendwie groß bewegen darf, muss man schon sofort jetzt den Fieberthermometer anwenden, seine Temperatur messen. Und man sieht dann über die Zeit hinweg, das braucht ein bisschen Anlernzeit quasi, sieht man dann die Kurven der Temperatur und merkt dann, dass die Temperatur ständig bei einem gewissen Level ist und irgendwann steigt sie an. Und dieser Anstieg ist der Hinweis, dass es jetzt hier gerade zu einer Ovulation kommt, zu einem sogenannten Eisprung, weil da die Körpertemperatur der Frau etwas ansteigt. Wenn man sich also das über 2, 3, 4 Zyklen lang gemessen hat, hat man ein gutes Gefühl, wie das Ganze funktionieren kann. Das gibt es natürlich händisch, das gibt es mit Apparaten, die sich das dann merken. Also gibt es unterschiedliche technische Varianten, wie man damit arbeiten kann. Gleichzeitig kann man eben mit diesen Ovulationsstreifen auch mal einfach testen. Ja, die sind nicht so hochpreisig, man kann sich davon einen ganzen Stapel kaufen und dann einfach regelmäßig den Urin testen und gucken, okay, wann ist es wie beim Schwangerschaftstest, ja, wann kommen da diese 2 Streifen, wann habe ich quasi Eisprung. Frauen, die einen regelmäßigen Zyklus haben, können hiervon profitieren, weil sie keinerlei Eingriffe im Körper machen müssen und können relativ genau sagen, also nach meinem, von Tag 1 bis Tag 10 ist alles gut, Tag 11 habe ich immer Eisprung, Punkt. Ja, und dann weiß man, okay, dass man an diesen Tagen ungefähr möglichst aufpassen sollte mit Geschlechtsverkehr und die Tage davor und danach sind dann aber in der Regel ungefährlich. Also diese Art funktioniert sehr gut, wenn man diszipliniert genug ist, einen regelmäßigen Rhythmus hat, kann man das auf jeden Fall probieren. Die Variante, die wir empfehlen, liegt irgendwo dazwischen, und zwar ist es die Kupferspirale oder Kupferkette. Kupfer hat eine Eigenschaft gegen Spermien und sorgt dafür, dass Spermien nicht in den Uterus eindringen. Das ist wissenschaftlich noch nicht bis zu Ende untersucht. Bis heute kann keiner so genau sagen, warum das so passiert. Man vermutet, die Wirkung der Kupferionen hat eine abschreckende Wirkung auf die Spermien. Man kennt das ein bisschen, oder Leute, die einen Garten haben und etwas gegen Schnecken machen wollen. Man kann ein Kupferband um das Blumenbeet machen und dann gehen die Schnecken da nicht drüber. Also ich weiß nicht, inwiefern die Schnecken jetzt mit Spermien verwandt sind, aber es scheint irgendeine Wirkung zu sein mit diesem Kupfer. Es funktioniert auf jeden Fall. Mit einer sehr, sehr hohen Wirksamkeit. Die Wirksamkeit ist so hoch, dass es vergleichbar ist mit dem Präservativ, also dem Kondom, mit der Pille, auch mit der Temperaturmessmethode. Und das ist wichtig. Es ist auch wichtig zu wissen an dieser Stelle, es gibt keine hundertprozentige Verhütung. Es gibt immer Risiken, es gibt immer etwas, was nicht richtig funktionieren kann und wo dann doch eine Gefahr besteht. Also da muss man ganz klar drüber nachdenken und das auch wissen. Aber warum Kupfer? Wie geht man damit um? Kupferspirale und Kupferkette. Die beiden Unterschiede. Die Kupferspirale ist etwas größer, die Kette etwas kleiner. Die Kette ist eher geeignet für jüngere Frauen oder Frauen, die noch nicht ein Kind bekommen haben. Spirale ist eher geeignet für Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben. Hat einfach mit der Größe vom Uterus zu tun und von dem Muttermund, sodass das einfach immer gut fixiert ist. Bei der Kupferkette gibt es 2 verschiedene Varianten. Es gibt die klassische Kupferkette und den sogenannten Kupferperlenball. Und letzteres ist das, was wir auch empfehlen. Die klassische Kupferkette wird von einem Gynäkologen eingeführt, ist nicht schmerzhaft, geht schnell,
wird eingeführt und dann verhakt sich das mit so einem kleinen Widerhaken in der Schleimhaut. Auch das ist nicht schmerzhaft. Probleme bestehen aber, wenn diese Kupferkette entnommen wird oder getauscht wird. Bei der Herausnahme der Kupferkette kann es dann sein, dass dieser Widerhaken Verletzungen macht. Und genau da ist die Schwierigkeit und deswegen empfehlen wir die Kupferperlenkette. Da ist eine andere Technologie am Werk. Dort wird ein chirurgisches Metall verwendet, ein Material, das in der Lage ist, sich bei einer Temperaturerhöhung zu verformen. Und das heißt, das wird eingesetzt, auch wieder von einem Arzt oder Gynäkologen wird es eingesetzt in den Uterus und dann fängt es an und bildet aus dieser Kette quasi eine Art Ball, die sich fixiert. Dadurch kann es nicht rausrutschen und es ist niemandem damit geschadet. Das ganze Ding kann für ca. 5 Jahre liegen bleiben und kann immer einfach entnommen werden. Nach 5 Jahren sollte es entnommen werden und getauscht werden. Und das ist so die aktuell sanfteste, beste und für die Frau am schonendsten geeignete Methode, um relativ sorgenfrei eine dauerhafte Verhütung zu haben. In dem Sinne, wenn ihr hierzu mehr wissen wollt, wir werden euch diese Kupferkette oder die Ballerien heißt sie auch, werden wir euch hier unter dem Video verlinken. Könnt ihr euch selber einmal anschauen, euch schlau machen und herausfinden, ob euer Gynäkologe damit Erfahrung hat oder bereit ist, das Ganze einzusetzen. In der Regel ist das kein Problem.